Wann haben Sie das Gut Ihrem Sohn übergeben? Als ich merkte, dass er es besser führen würde als ich. Weil er der bessere Fachmann ist? Nein, nein, das will ich damit nicht sagen. Entschuldigen Sie, es gibt da eine Erklärung, die Sie nicht interessieren wird. Mich interessiert alles. Na schön. Ich war Offizier im Krieg, Regimentskommandeur. Als wir wieder nach Hause gekommen sind, waren wir alle ein wenig verstört, aus dem Gleichgewicht gebracht. Es begann das große Nachdenken. Ich will damit sagen, die praktische Arbeit hat darunter gelitten. Ich war nicht mehr in der Lage, sie so wichtig zu nehmen, wie sie es verdient. Deshalb habe ich meinem Sohn gesagt, mach du es. Und Sie sind hier geblieben, weil Sie eben hier zu Hause sind? Ja, das ist mein Zuhause. Wie sehr es das ist, weiß ich jetzt erst, nach dem, was passiert ist. Herr Weidau, das Verhältnis Ihrer Enkelkinder zueinander. Ich habe nie Geschwister gesehen, die einander mehr zugetan waren.